Hi, kennst du das auch? Kinderzimmer sind zu klein und der Einbau eines Hochbetts bringt zwar Raum darunter, aber stört dauernd einen Pfosten im Weg? Das kann man ändern. In den nächsten 3 Minuten siehst du, wie wir auf diesen Pfosten verzichtet haben. Wir wollen heute dein Bett bauen und eine Treppe bauen. Dein Hochbett kommt hier hin und hier soll die Treppe hochgehen. Du sollst also keine Leiter haben, sondern du bekommst hier eine Treppe mit einem kombinierten Schrank. Also müssen wir das jetzt mal zeichnen und konstruieren. Mach den mal an. Ja, das war unsere Lösung zum Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein Kommentar freut mich jedes Mal. Ich antworte gerne.